Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Trommelwirbel. Tata! Klick 350. Endlich mal. Nach gefühlt 10 Jahren haben wir das jetzt auch geschafft. Und ja, als nächstes kommt Feed for Dough. Gibt es dann auch ein bisschen mehr Credits für. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Stuten, die ich decken lassen muss. Cherry Coke ist erwachsen geworden. Die gucken wir uns dann gleich mal an. Das ist eine sehr hübsche Maus geworden, muss ich sagen. Leider, wie gesagt, auch wieder dieses Average drin. Egal. Ich werde meine Stuten erstmal nicht anspritzen. Weil ich denke, dass das auch so funktioniert. Und ich dadurch auch ein bisschen Geld spare. Jetzt muss ich gucken. Die sind nicht miteinander irgendwie verwandelt oder was auch immer. Da haben sie dieselbe Mami. Das wollen wir nicht. Quando. Ah, der hat auch ein Average drin. Wir brauchen Hengst ohne Average. Quentin könnten wir nehmen. Der ist jetzt zwar vom Willen nicht so gut, aber das ist egal. Lassen wir sie mal von Quentin decken und hoffen mal, dass da was draus wird. Okay, also die kleine Maus ist schon mal versorgt. So, Oldenburger, da haben wir Chirxasin. Also, die Stute hatte ich mal gekauft. Ich weiß nicht, ob wie das ausgesprochen wird. Die werden wir auch mal decken lassen. Was sagt denn Winchester? Winchester sagt, es können wir tun. Dann tun wir das mal. Sagt, ich versuche ja irgendwie diese Averages rauszukriegen. Es ist aber halt nicht so einfach. Jumping around können wir auch mal. Die neuen Folies zeige ich euch gleich. Was sagt Quando? Quando wäre eigentlich gut, aber er hat ein Average drin. Ah, das ist so ein bisschen. Quentin, Winchester und Zeus haben wir noch. Der hat zwei, Durango hat drei. Auch dieselbe Mama. Gut, das tun wir dann nicht. Dann nehmen wir Mission Impossible. Okay, dann decken wir mit diesem Hengst. Weiter geht's. Ah, wir haben so viele. Lotti ist, glaube ich, auch groß geworden, ohne dass ich es gemerkt habe. Ist auch eine hübsche, ne? Die ist hübsch. Hat leider auch ein Average drin. Haha. Ja. Das ist mir, weiß ich nicht. Da könnten wir jetzt voll auf. Wir gehen mal da drauf. Wir versuchen es mal. So. Eigentlich wollte ich mich so lange gar nicht mit den Stuten befassen. Da haben wir noch eine. Die Shire-Stuten muss ich auch noch decken lassen. Das mache ich aber nicht mehr in dieser Folge, weil, wie gesagt, das wird sonst echt zu lang. So. Die haben nicht dieselbe Mutter. Okay, das ist schon mal sehr schön. Da machen wir mal Breed. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir starten die Fohlenreihe. Es sind wirklich, wirklich viele Fohlen. Es sind, glaube ich, über 15, wenn mich nicht alles täuscht. Ich zähle mal oben in meiner Leiste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fohlen. Ja, also, das erste. Out of order. Out of Order ist 2 Tage, nachdem ich halt ne, weg war, zur Welt gekommen. Hübscher Kerl. Bleibt auch erstmal bei mir. Er hat kein Average. Ja. Und ansonsten ziemlich hübsch. Gucken, wie er dann in groß aussieht. Second Prime hat er schon gekriegt. Ich konnte die natürlich auch nicht in die Confirmations schicken. Das war dann halt einfach ein bisschen zu viel.
Dann haben wir Future Desert, ein Stütchen. Ist auch eine mega, 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 mega hübsche. Leider nur 12 Goods, aber ich bin schon froh, dass sie kein Average drin hat. Wie gesagt, die ist auch noch nicht gegangen. Ja, die kam dann gestern zur Welt. So, weiter haben wir Sahara. Auch 12 Goods, bleibt dann auch erstmal bei uns. Und die hat, ne, die haben wir auch noch nicht reingeschickt, aber das mache ich gleich. Dann haben wir bei den Knappschruppern Senorita Julia oder Julia bekommen, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Die ist schon vor einigen Tagen zur Welt gekommen. Die ist gar nicht schlecht, die kleine Maus. Die bleibt natürlich auch wenn sie ein reiner Rappe bleiben wird, aber das ist egal. Das ist nicht schlimm, aber sie hat gute Ausgangspositionen. Dann haben wir Indiana Tomahawk. Also, ich finde den Namen echt toll. 2 Very Good, 10 Good. Ja, bleibt ein Tobiano-Füchschen und ich bin mal gespannt, was der so kann. Ich melde die gleich alle mal an. Ich bin nämlich selbst auch gespannt. Mercury Dream. Ja, leider Oldenburger und natürlich ein Average drin. Ach, wie soll es auch anders sein? Schimmelt aus, wie man sieht, ne? Dort oben. Und da bin ich auch mal gespannt, was der kleine Mann so zu bieten hat. Dann haben wir Nasty Boy. Nasty Boy ist auch schon in 3 Wochen alt. Ja, wie gesagt, Oldenburger und ein Average drin. Haha, wie soll es anders sein? Dann haben wir noch Sonnenstaub. Zu den Averages, wie gesagt, bei den Oldenburgern sage ich gar nichts mehr jetzt. Natürlich auch noch nicht angemeldet. Ja, das ist jetzt 2 Tage alt, die kleine Maus. Und gucken wir mal. Dann haben wir noch bekommen Toffee Kiss. Und ja, auch gestern zur Welt gekommen, die kleine Maus. Wie gesagt, wieder, ne? Ihr kennt das Spiel. Die ist natürlich auch noch nichts gegangen. Machen wir gleich. Dann haben wir noch Greyhound bekommen. Ein Oldenburger Hengstchen. Leider hat er zweimal Average drin, was ich echt schade finde. Weil der ist eigentlich zuckersüß und schimmelt auch aus. Also, ziemlich interessant. Ja. Auch 2 Tage alt und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der bei uns bleibt. Ich glaube eher weniger, aber das entscheide ich dann zu einem späteren Zeitpunkt. Dann haben wir, oh, dieses Fohlen haben wir irgendwie, doch, das habe ich gemacht. Wartet mal, lass mich mal eben ein, genau, Legend habe ich ihn genannt. Der hat natürlich, ja, bei jedem Eulenburger ist halt ein Average drin, ne? Warum auch immer, ich weiß es nicht. Der hat natürlich auch noch nichts gewonnen. Er wird wahrscheinlich auch nichts gewinnen. Naja, auf jeden Fall, das ist ein kleiner Fuchshengst und schauen wir mal, wo der sich dann gleich präsentieren wird. Vorausgesetzt, wir kommen in die Confirmations rein. Dann haben wir noch, ich habe die gerade noch alle fertig gemacht, Dragonheart. 2 Very Good und ja, ne? ist auch schon jetzt 5 Tage alt mittlerweile, schimmelt auch aus. Also, interessant. Mal gucken, wie das dann so aussehen wird. Dann haben wir noch Midnight Sun. Die ist auch schon 3 Wochen alt jetzt. Und ja, die hat natürlich auch noch nichts. Sie ist noch nichts gegangen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch, da muss ich auch mal eben refreshen. Oh, ein bisschen schneller refreshen, bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. Oha, kracht gerade der Server wieder zusammen. Das wäre dann jetzt ein bisschen doof. Nein. Tenderlove. Ja, auch eine ganz mega hübsche Maus. Ja. Dasselbe Spiel. Selber Ort, selbe Spiel, selber Kanal oder so ähnlich. Dann haben wir Seven Face. Ja, die ist dann, der ist dann auch schon fast 2 Wochen alt. Der ist richtig gut. Dry, very good. Yes, wir sind hier etwas bei den Amerikanern. Drei very good und gut. Auch noch nichts gegangen. So.
Da muss ich auch einmal refreshen. Da haben wir Face Queen, auch eine richtig gute. 3 Very Good, 9 Good. Ja, auch eine mega hübsche. Mal gucken, was die uns so bringen wird in Zukunft. Dann haben wir First Lady. Die ist schon ein bisschen älter wieder. Die ist schon 1 Jahr, 3 Monate. Und ja, die ist jetzt nicht so mega. Aber ich bin immer froh, wenn meine Pferde kein Average dabei haben. Wie gesagt, über die einzelnen Pferde, welche ich verkaufen möchte, ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall werdet ihr noch die Chance haben, wenn ihr Pferde kaufen möchtet, sie zu kaufen. Also das Video kommt am Mittwoch, den 31.07. raus. Wenn ihr dieses Video am selben Tag seht, dann habt ihr noch die Chance, die Pferdchen zu kaufen. Also entweder in der Auktion oder mit Sofortkauf-Button. Wie gesagt, ihr habt dann noch, das Video kommt um 13 Uhr raus, ihr habt dann noch ein paar Stunden Zeit, um die Pferdchen zu kaufen, wenn ihr am Mittwoch das Video seht. So, solltet ihr Interesse haben, die Pferdchen sind nicht mehr drin, einfach anschreiben und dann können wir gerne über einen Kauf oder Verkauf meinerseits reden. So. Weiter geht's mit Kendra. Kendra ist auch schon etwas älter. Leider ein Average wird wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Ja, und wie gesagt, wir gucken gleich mal, was die Foolies alle so schaffen. Ladybug. Ladybug hat kein Average, hat ein Cream Gen. Und ja, da auch dasselbe. Sie ist noch keine Konfi gegangen. Da muss ich einmal wieder refreshen. So, das ist DJ Voice. Ein kleiner Shire-Hengst. Ja, 12G ist völlig in Ordnung für mich. Er gibt alles ab, außer Cream. Ja, mal gucken, wo der so seine eventuellen Präferenzen hat. Da schauen wir dann mal. So, auch hier wieder refreshen. Das ist Cleopatra, eine ganz süße Maus, ein kleines Fuchs-Shire-Stütchen. Und genau wie ihre Mami, die ist nämlich auch mega hübsch. Die hat 3 Very Good, 9 Good und von der erhoffe ich mir doch schon einiges. Dann haben wir Moon's Voices, leider ein Shire-Stütchen mit 2x Average. Die wird definitiv nicht bei mir bleiben. Die werde ich verkaufen, allerdings wird der Hintergrund nicht mit dabei sein. Das sage ich euch schon mal vor, Hintergründe werde ich nicht mitverkaufen. Es sei denn, ich habe irgendwie einen Dussel gehabt und habe es vergessen rauszunehmen, aber nein, die Hintergründe bleiben. Dann haben wir Pirate's Cove, ein weiteres Shire-Stütchen. Auch nicht schlecht, da werde ich sehen, ich habe wahrscheinlich einige, die gleich aussehen. Und da werde ich doch ein paar Pferdis, ja, rausschmeißen, verkaufen. Rausschmeißen hört sich böse an. Ice Dust, ganz frisch zur Welt gekommen, nämlich heute. 2 Very Good, 10 Good, 5,53er GP, ja, auch ein Cream. Und schauen wir mal, was da rauskommt. So. Dann wollen wir mal in die Konfis gucken. Warte mal, Achal, Tekina. Was hatten wir denn? Ich muss da mal eben gucken. Enter, Enter. Na komm, Enter. Erstmal nur die, die neu sind natürlich. Na? Nimmst du sie an, bitte? Okay, ich muss mal einmal refreshen. Already entered. Alle drin. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Oh. Nicht gut. Ja, das seht ihr selber gerade, ne? Also, mittleres Feld, würde ich sagen. Da wird leider nicht viel passieren. Das ist echt sehr schade. Dann haben wir noch Knappstrupper.
Amore Mio geht rein und Senorita Julia oder Julia. Schauen wir mal. Ja, nee, auch im mittleren Feld eher angesiedelt. So, Knappstruppe haben wir, Oldenburger. Da haben wir ja einige dazu bekommen. Da gucken wir mal. Die schmeiße ich mal eben alle rein. Ich bin auch gerade froh, dass wir die alle reinpacken können. Da ist noch Tender Love. So, geht auch noch rein. Schauen wir mal. Eieieiei. Oh. Das tut böse. Das ist nicht gut. Die sind aber alle ausgestattet, ne? Also, oder bin ich jetzt irgendwie blöd? Habe ich irgendwas verpasst? Die sind doch... Ne, warte mal, Quatsch. Wo gehe ich denn drauf? Da muss ich drauf. Ja, die sind alle... Aber gut, die Fitness ist natürlich jetzt nicht so toll, ne? Also, daran könnte es jetzt natürlich auch liegen. So, jetzt gucken wir nochmal bei den... Nein. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, dann ist das halt so, wie es ist. So, dann werde ich nochmal die Riding School und ta-ta-ta-ta. Yay. Okay, genug gefreut. So, habe ich jetzt noch bei meinen Pferden irgendetwas vergessen, was ich euch mitteilen wollte? Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, die Shire-Stuten werde ich jetzt gleich noch decken. Wie ihr seht, ich habe einige Pferde. Die Hengste, da sind auch noch einige bei, die noch zum Decken bereitgestellt werden von mir. Das mache ich aber später. Wie gesagt, die Verkaufspferde, die sind momentan drin. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Der Sotan, den ich euch vorgestellt habe, der ist halt auch drin, weil er halt einen Average hat. Wenn ihr Interesse habt, schaut vorbei. Da kommen auf jeden Fall gleich noch mehr. Werde ich noch mehr reinstellen. Und ja, wenn ihr Interesse habt, einfach vorbeischauen oder mich anschreiben. Wir können über alles reden. Dann möchte ich euch die Mira 2203 vorstellen. Die hat sich gemeldet und hat angefragt, ob ich nicht mal ihren Account zeigen könnte. Habe ich gesagt, natürlich machen wir das absolut gerne. Beziehungsweise ich, nicht wir, ich. Ah ja, ihr wisst das schon, ne? Sie hat geschrieben, hallo, schön, dass du auf mein Profil gestoßen bist. Ich möchte mich hier auf die Zucht von Isländern, Achal, Tekinern, Shire Horses und Knappstrupper spezialisieren. Später könnten noch weitere Rassen folgen. So. Wild Alaska. Das ist auch ein hübscher Kerl. Sieht es denn hier aus? Der hat doppelt Cream. Ja, 540er GP. Ja. Ist auf jeden Fall ein hübscher, muss ich sagen. Ein Jahr, 5 Monate von der Quarter Ranch. Hat Silber mit drin, soweit ich das sehe. Beziehungsweise der Umstand, genau. Hat Silber drin, Cream, sehr hübsch, wird auf jeden Fall ausgewachsen, mega süß aussehen. So, dann haben wir noch dieses süße Fohlen, auch ganz süß, mega, doppelt Blush White, einmal Overo, ja, und bleibt ein Füchschen, sehr hübsch. So, dann haben wir noch dies, auch mega süß. Die hat 2 Very Goods und 10 Goods. Die ist echt, die hat auch ein Silber und ein Dun und wow. Wirklich eine hübsche Farbe, muss ich sagen. Echt eine hübsche. Hat sie denn schon Fohlen? Oh ja, sie hat schon ein paar Fohlen. Okay. Ja, sehr schön. Hübsche Pferdchen hat die Mira auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu den Isländern, zu den beiden, die ich da rausgepickt habe. Ein Hengstchen, 6 Very Good, 8 Good. Der ist mega schick. Silber hat er drin, Tobiano hat er drin, sieht man ja. Echt mega hübscher Kerl. Ja, hier, ihr seht's, 6 Very Good hat er drin. Und
Und 8-mal gut, genau. Ah, die Easys haben ja ein bisschen mehr. Richtig. Ja, der hat schon 37-mal First Premium gewonnen. 1-mal Day Champion war er gewesen. Und ja, ihr seht selber. Also, dann würde ich vorschlagen, wenn ihr mit dem decken wollt, dann macht's. Der ist super. So, dann haben wir noch ein Isländer-Stütchen, die Georgia. Und wie sieht's bei der aus? Hat die schon Fohlen? Oh ja, die hat auch schon eine Menge Fohlen. Ach, guck mal, die DeLorean. Aha, die hat sich da auch schon was. Okay. Die hat 4 very good, 10 good. Ja, die ist auch mega. Hat auch Silber, Roan drin. Echt eine schicke Maus. Ja, ich würde sagen, echt hübsche Pferde hat die Mira. Wenn ihr da vorbeischauen möchtet, Mira 2203. Schaut vorbei, wird sich bestimmt freuen. Es gibt auch viele Pferde, die im Verkauf sind. Decksprünge könnt ihr machen. Wie gesagt, ne? 6 very good, 8 good. Einfach mal vorbeischauen, wenn ihr mit dem decken wollt. Ich finde ihn super. Und genauso hier, ne? Also 6 very good, 6 good. Auch mit dem mal decken, wenn ihr das möchtet. Ja, dann würde ich sagen, die Folge ist dann schon wieder recht lang geworden. Leider, es tut mir wirklich leid, aber ich konnte es leider nicht enger zusammenpressen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Horse Reality. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.